Also wir sind ja oft genug mit JU-Gruppen in die DDR gefahren. Ein Erlebnis war auch noch, das war die zweite Festnahme, kurzzeitige Festnahme durch die Stasi, Grenzübergang Herleshausen. In Herleshausen gab es so eine Abfertigungsbaracke. Und wir waren mit einem ganzen Bus der Jungen Union Niedersachsen unterwegs und alle freuten sich, das waren ungefähr 50 Teilnehmer, jetzt für ein verlängertes Wochenende in Eisenach, an der Wartburg, in Erfurt, also hervorragende historische Stätten auch. Und ich wurde gesagt, warum soll ich denn mitkommen? Wir müssen eine Leibesvisitation machen. Sag ich, überhaupt nicht, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, Herr Büttner, dann dreht dieser Bus jetzt um und fährt zurück. Dann habe ich überlegt, die persönliche Eitelkeit, sich da nicht ausziehen zu wollen, stand im Kontrast zu den 50 jungen Leuten, die sich freuten auf ein Wochenende in der DDR und Begegnung mit anderen Menschen. Dann habe ich das über mich ergehen lassen, einen Raum, der ganz kahl war, nur aus einem Kleiderständer, aus einem Stuhl, aus einem kleinen Teppichboden, das war der einzige Komfort, unter den Füßen bestand und einer Durchreiche. Und ich wurde dann gebeten, mich auszuziehen, alle Kleidungsstücke auf so einen kleinen Ständer zu hängen und durch die Durchreiche zu geben. Und bis auf die Unterhose, da wurde nachher noch nachgeschaut, ob ich da nichts verborgen hätte, was unstatthaft ist, musste ich dann alles ausziehen, einschließlich Uhr. Und dann diese Erbärmlichkeit, die man fühlt, wenn man ganz nackt oder fast nackt dort sitzt, Angst hat, kein Zeitgefühl hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, welche Erbärmlichkeit dann mit, also dieses Empfinden der Erbärmlichkeit kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich war ganz überrascht, weil ich geglaubt habe, 3-4 Stunden muss ich da mindestens gesessen haben, weil so nach der Zeit X wurden mir meine Kleidungsstücke zurückgegeben, ohne ein Wort der Erklärung und der Erläuterung, sondern wir durften dann einfach weiterfahren und ich war der Meinung, müssen Stunden vergangen sein. Es waren ganz genau 40 Minuten, die vergangen sind. Also man verliert jedes Zeitgefühl und das hat für mich das Interesse an dem, was wirklich in SED-Opfern passiert ist, losgetreten.